Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Diamant. Lass mich hier erstmal kurz die Angel auswerfen. Wir haben ja jetzt eine bessere bekommen und mal sehen, ob hier was anbeißen kann oder will. Okay, dann nicht. Dann nicht. Was ist mit dir? Als ich neulich joggen war, jagt plötzlich ein wildes Pokémon hinter mir her. Ich sag dir, vor lauter Angst bin ich glatt übers Wasser gespurtet, ohne es zu merken. Ach ja, glaube ich nicht. Was ist das hier für eine Einbuchtung? Was? Pachisu schmiegt sich plötzlich an dein Bein. Oh, es mag mich. Wer bist du? Du willst kämpfen. Wenn es dich nicht stört, würde ich gerne gegen deine Pokémon kämpfen. Ja, wenn es dich nicht stört, wenn du verlierst, ich meine, kannst du das gerne tun. Jane. Oder Janne. Was zum... Was war da für ein Stern in deinem Auge drin? Das sah komisch aus. Okay, Bronzel gegen Pandemimi. Das sollten wir eigentlich hinkriegen. Ich meine... Das wird schon gut gehen. Klaps. Süß. 1 KP Schaden. Gyroball. Es reicht nicht für die Hälfte. Das ist ein bisschen schade. Ich meine, Bronzel braucht noch ein bisschen Training. Das ist klar. Aber... Ich hab's schon mal gesagt. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir es bekommen haben. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich... War das ein Volltreffer? Nee. Okay. Es ist ja auch nicht so, dass ich in jedem Grasfeld... 2 Stunden lang umherirre von wegen, ja, vielleicht haben wir noch nie alles gesehen. Und ein Pi. Ja, sie wechseln aus. Soll nicht schnell hinter uns bringen. Goldbatz, machst du. Ja, wir haben bestimmt nicht alle Pokémon gesehen, die man hätte sehen können. Deswegen, ja. Ich schaue mir ein paar wilde Pokémon an pro Route und wenn dann nach ein paar Versuchen nichts ist, muss ich dann sagen, ja gut. Lassen wir es gut sein. Ich könnte mich ja vorzeitig informieren, auf welcher Route es was gibt und dann gezielt nach etwas suchen, aber... Na, das ist nicht der Sinn. Und dann Knospi, wir bleiben drin. Ja, das wäre nicht der Sinn. Ich mache das einfach so weiter. Bisher klappt es ja einigermaßen okay. Ich wünschte, das Ei würde sich langsam aus sich einmal melden, weil... Ja, ne? Es wird Zeit. Wie gesagt, ich denke, es wird ein Togepi sein. Gehe ich davon aus. Wobei, man kriegt schon in der 3. Generation ein Togepi aus dem Ei. Wie gesagt, hier könnte es was anders sein. Was haben wir hier? Lass mich hier kurz... Ne? Wir versuchen es. In diesem abgeschnittenen Gebiet, oben und unten im Fels. Die Pokémon hier drin, die können eh nicht mehr weg. Was haben wir denn? Ich habe doch jetzt die Superangel. Oh ne, die Profi-Angel habe ich. Dann, war das ein Satz mit X. Wie Flucht geschah. Ich kann vor einem verdammten Carpador nicht flüchten. Was soll denn das? Danke. Mein Gott. Okay, was haben wir hier? Der steinerne Turm. Hier ist nur noch eine Ruine. Diese Stelle im Mauerwerk scheint wie gemacht für den Spiritkern, den du dabei hast. Oh, machen wir das mal. Setz den Spiritkern in das Mauerwerk des Steinturms ein. Der Steinturm... erscheint wieder in seinem Ursprungszustand. Auf dem Gemau braucht die Inschrift Geweihter Turm. Oh. Was habe ich denn? Pachisu? Was war das? Was habe ich den Spiritkern da reingemacht? Den habe ich jetzt nicht mehr, oder was? War das ein Fehler? Habe ich jetzt nicht mehr. Das war ein Fehler. Oh, ich habe das Münzamulett. Das war ein Fehler, ja. Oh, Nebulak. Hallo. Oh, sehe ich da etwa eine Statue? Hast du die im Untergrund gefunden? Vielen Dank, dass du sie mir gezeigt hast. Da will ich mich erkenntlich zeigen. Ja, gern geschehen. Statuen sind toll, ja. Da komme ich so nicht hoch. Gehen wir erstmal hier entlang. Lass mich mal sehen, was wir hier finden können. Staralili. Haben wir bisher noch nie gesehen in diesem Projekt. Noch nie. Auch schon angemerkt, ich würde es gerne mitnehmen. Und trainieren. Und damit kämpfen. Das Problem ist halt... Ja, ich darf nicht. Wegen meiner dummen Regel. Pachirisu? Nicht, dass dir schwindelig wird, ja. Verzeihung? Warum? Kommt kein Pokémon mehr, ich wollte schon sagen. Oh nein, wir gehen. Oh nein, wir gehen. Da haben wir schlechte Erfahrungen gemacht damit.
da jetzt ein Walzer kommt, dann... Nee, das war mir beim letzten Part zu knapp. Das war zu knapp, das wollen wir nicht mehr. Ach, Mia! Was sich wohl an der Spitze des Turms der Ruine befindet? Diese Frage beschäftigt mich sehr, aber es ist doch zu unheimlich. Ja. Ich würde gern hier rausgehen. Weil ich da hochgelischt bin. Fläschchen Calcium. Und von da komme ich nicht mal mehr weg. Ich habe verstanden. Das ist der richtige Weg, der auf der rechten Seite. Okay, ich habe nichts gesagt. Oh, ein ausgewachsener Staravia. Und mit ausgewachsen meine ich nicht ganz ausgewachsen, aber immerhin etwas. Nur, sollten wir es besiegen? Nee. Ich hoffe, ich kann flüchten. Natürlich nicht. Du machst mir kein Damage. Ist okay. Weißt du was? Ich wollte eigentlich kämpfen. Ja, einmal zu oft Oh nein. Wir versuchen jetzt anzugreifen. Falls es nicht klappt oder nochmal ein Doppelteam kommt, werden wir wirklich flüchten, okay? Ich hoffe, das ist ein Deal. Oh, komm schon. Sonst muss ich zu Pachirisu auswechseln, denn da kann ich immer flüchten. Und das ist ziemlich gut. Oh, aber Bronzel trifft. Macht aber nicht den gewünschten Schaden, aber wir haben jetzt schon angefangen. Notsituation, das ist gefährlich. Das könnte gefährlich werden, besonders weil es Ruckzuck-Heat beherrscht. Ja, aufpassen. Doppelteam nochmal. Ja. Verfehlt. Okay, lass mich gehen. Danke. Okay. Zeit verschwendet für gar nichts. So, dann wollen wir da hochfahren. So ungefähr. Und dann will die Gute hier kämpfen. Hi, wo kommst du denn her und welche Pokémon hast du bei dir? Das wirst du gleich sehen. Das wirst du gleich sehen. Alina, 5 Pokémon. Bidiza. Noch kein Bidifas. Alles okay. Alles okay. Okay, Bronzel, damit solltest du eigentlich noch klarkommen, oder? Konfusion. Vielleicht verwirrst du es gleich. Dann hätten wir einen Vorteil. Passiert nicht. Ein Igler. Völlig okay. Völlig okay. Ändert rein gar nichts. Konfusion. Vielleicht sogar ein Volltreffer. Um ein bisschen AP zu sparen. Das wäre doch was. Scheinbar nicht. Kopfnuss. Auch völlig okay. Du kannst unserem Stahl-Pokémon nicht viel entgegensetzen. Weißt du das? So. Perfekt. Ja, es geht manchmal allein darum, ein bisschen Erfahrungspunkte für Bronzel herauszuhauen. Das ist halt wichtig. Golbat 26, schön. Ein Bidiza nochmal. Ja gut, das dauert mir doch zu lange. Garados, mach du das bitte. Erledige du das bitte. Wir wollen ja auch ein bisschen vorankommen, nicht wahr? Bidiza! Bedrohung ist immer gut. Weil es wird wieder mit Kopfnuss angreifen, nehme ich an. Und ich kann dann getrost die Kaskade einsetzen. Biss ist auch gut, aber es hat leider keinen Step-Angriff. Seht ihr das? Das war Damage. Das war fantastisch. Und noch ein... Oh Gott, bist du langweilig. Bist du langweilig. Selbe nochmal. Ich kann es nur wiederholen. Die Attacke-Kaskade sieht hier so schick aus. Gefällt mir wirklich gut. Und das war sie. Du hast noch eins. Oh Gott. Du hattest 5 Pokémon dabei, glaube ich, habe ich gesagt. 5-mal Bidiza. Das ist ja ein tolles Team. Ob es schon weit gekommen ist damit? Ich denke nicht. Ich denke ehrlich gesagt nicht. Ja, der Erfahrungspunkt, der ist auch nicht wirklich erwähnbar. Ja, dieser Kampf, der... Ja. Der ist nur dafür da, dass man AP verliert. Ansonsten ist es für nix. Halt wirklich. Tschüss, Cowgirl. Hat mich gefreut, glaube ich. Kannst mir sonst deine Nummer geben. Ich rufe dich dann mal an. Vielleicht. Oh nein! Jetzt ist es bereits soweit. Nee, das müssen wir unterbinden. Oh nein, jetzt ist es bereits soweit. Oh nein, jetzt wird sich Golbat bereits entwickeln. Es wäre so cool, aber... Und ich glaube, da kommt ein Doppelkampf, deswegen...
habe ich ein bisschen gewechselt. Wie, du es mit mir kämpfen? Du hast mich angesprochen. Soll die Scheiße. Ich will eigentlich nicht. Ja, könnt ihr nicht woanders glücklich sein. Ich hasse euch. Meditier und mach Hollow. Und auch damit kann ich leben. Wer ist denn die größte Bedrohung? Ich würde sagen, Funkensprung. Mach Hollow. Und Piekser auf Meditier. Meditier? Mediti? Wie spricht man das richtig aus? Ich habe keine Ahnung. Bei mir war es immer Meditier. Vielleicht stimmt's auch nicht. Oh, uns reicht nicht mal. Oh nein. Kraftwelle? Ist in Ordnung. Und Fußtritt. Ich auf das kleine Pachirisu, Mensch. Sollten das? Oh nein. Initiative sinkt. Wir müssen... Wisst ihr was, wir machen das jetzt so. Pieks auf Mach Hollow. Mein Mach Hollow ist paralysiert. Das wird nicht mehr viel reißen können. Warum hat das nicht gereicht? Das erstaunt mich jetzt ein bisschen. Naja, was soll's. Meditier ist weg. Das ist schon mal etwas. Gyarados, neues Level Up. Sehr schick. Knirscher. Knirscher ist halt in jeder Beziehung besser als Biss. Abgesehen von der Anzahl der AP, aber... Darauf kann ich jetzt keine Rücksicht nehmen. Wunderbar. Fußtritt. Okay, auf Plipperin. Da ist in Ordnung. Wir sollten eben noch schneller sein. Natürlich sind wir schneller. Ich meine, es ist paralysiert. Einfach draufhauen, komm. Alles klar. Nichts da. Nichts hält uns auf. Außer vielleicht eine Horde Elektro-Pokémon. Ja, das wäre ein Problem. Das wäre wirklich ein Problem. Dann ist es Zeit für ein kleines bisschen Heilung. Ich habe doch noch Heilung. Ich habe keine Tränke mehr. Das ist nicht so gut. Ich sollte mir auch noch normale Tränke kaufen. Vielleicht sollte ich auch mal jemand anderes aus dem Team mit mir mitnehmen. Weißt du was? Wir sehen uns mal Gyarados an, als Begleiter wählen. So. Warum ist es so klein? Moment, warum ist es so klein? Gyarados sollte nicht kleiner sein als ein Mensch. Gyarados sollte nicht kleiner sein als ein Mensch. Der ist nicht gut. Der ist wirklich nicht gut. Wisst ihr was, wir nehmen mal einen Bronzel. Ja, das ist okay. Gut, gut, gut. Wer bist denn du? Hier im Turm der Runen haben die Seelen dahingeschiedener Pokémon ihre letzte Ruhestätte gefunden. Okay, klingt... Ernst? Mir ist es auch ernst, dass ich diesen Ball hier mitnehmen möchte. Stahlflügel! Das wäre vielleicht ziemlich cool für unser Golbat. Aber ich glaube, das ist dieser Turm, wo man die Auflockerung braucht. Kann das sein? Ich glaube, ja. Wir können nicht ganz nach oben gehen. Da bin ich ziemlich sicher. Den könnten wir eigentlich umgehen, aber ich will natürlich das Item haben. Und wir kämpfen mit... Ja, Pachirisu, völlig okay. Versuchen wir es. Was macht dieses Kinderlich hier auf diesem Friedhofsturm? Oscar, ne? Was hast du für ein Problem? Skunkapu! Skunkapu, gefährlich. Gefährlich. Okay, Pachirisu. Zeig, was du kannst. Das ist Level 16. Sollte ich mir nicht allzu viele Sorgen machen. Säurespeier. Halt die Scheiße für dich. Immerhin nicht vergiftet. Es kann gar nicht vergiftet werden durch Säurespeier. Was laber ich da? Das weiß ich noch von 100 Hytox. Aus meiner Challenge da. Ich will jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Ein Schalelos. Ist Schalelos schon vom Typ Boden? Wisst ihr was? Wir testen es einfach. Scheinbar nicht. Ha. Aber die Entwicklung ist vom Typ Boden. Pachirisu levelt. Sehr schick. Hat sich verdient. Elektroball will es lernen. Elektroball. Die Höhe des Anwenders im Vergleich zum Ziel. Ich glaube, das ist gut, weil Pachirisu ist relativ schnell unterwegs.
Aber sie kann nicht paralysieren, aber dafür hatten wir Wangenrubbler. Sie weiß, sie macht einen Funkensprung weg. Pachirisu ist so schnell unterwegs. Das sollte eigentlich ein guter Plan sein. Sehr peise. Golbat, mach du das. Oh, mir fehlt ein Feuer-Pokémon. Aber gib mir mal ein blaues Feuer-Pokémon. Gibt's das überhaupt? Blau und Feuer. Ich glaube, das gibt's nicht. Natürlich gibt's eins. Mir fällt es bloß nicht ein. Okay, es war gut. Dann hätte ich diesen Typen dann, glaube ich, bereits klein gekriegt. Ja, Oscar wurde besiegt. Und dann möchte ich mal sehen, was das Ei macht. Und natürlich das Item. Ovaler Stein. Das ist doch der Stein von hier, ne? Nicht da. Da. Hilft manche Pokémon bei der Entwicklung. Wenn ich keinen kann geben. Ich hätte gerne einen Ewigstein. Oder ein Evolit wäre noch besser für Golbat, ja. Okay, gehen wir weiter hoch. Wie gesagt, ich glaube, wir können eh nicht ganz bis nach oben gehen. Glaube ich, denke ich, hoffe ich. Na, Typ. Wir nehmen alle Kämpfe mit. Ich habe eines meiner Pokémon verloren und dann ist nur das verflixte Team Galaktik schuld. Das werde ich ihnen nie verzeihen. Ja, aber warum bekämpfst du denn mich? Ich gehöre nicht zu denen. Oh, du hast aber ein cooles Outfit, du, mein Freund. Und dann, ja, so ein ultimativer Rocker mit einem Gyarados-Westen-Teil da. Und dann kämpft er mit einem Pi. Kämpft er mit einem Pi. Elektroball. Mach mir das Vieh platt. Yeah, so will ich das sehen. Sorry, kleines Pi. Das musste sein. Und das war's schon. Igor, du bist irgendwie so ein bisschen nutzlos, kann das sein? Ja gut, er hat sein Pokémon verloren, ne? Deswegen hat er jetzt nur noch sein Pi. Ich will jetzt nicht derjenige Typ sein, der ein bisschen scheiße ist, aber... Tja. Und dann noch du hier. Oh, Auflockerung. Können wir mal darüber reden, dass das die dümmste VM war, die es jemals gegeben hat? Noch dümmer als Blitz. Pichu. Nein, Pichu. Gut, wenn du Elektro-Pokémon gegen Elektro-Pokémon kämpfen willst, ich meine. Pachirisu ist ein bisschen schläfrig. Was, warum? Du sollst nicht schläfrig sein, Pachirisu. Du sollst kämpfen. Das war wirklich gut. Rutenschlag, ja, das ist nicht sonderlich gut. Ich bräuchte noch eine bessere Alternativattacke für Pachirisu. Wangenrubbler, wie gesagt, das ist ein bisschen eine bessere Donnerwelle, könnte man sagen. Schaden ist kaum vorhanden, aber die Paralyse ist da. Aber so ein Ruckzuck-Tipp wäre schon cool, aber den habe ich natürlich vergessen lassen. Bronzel, komm. Ja, viele Alternativen haben wir nicht gegen Elektro-Pokémon. Nach wie vor nicht. Ah, ein blaues Boden-Pokémon, das wär der Wahnsinn. Halt die Klappe. Konfusion. Donnerblitz, ja, ist okay. 6 KP Schaden, damit kann ich gut leben. So, das für dich. Das macht nicht so viel Schaden. Sollte ich den Gegenstoß versuchen? Weil Pikachu ist scheinbar schneller. Aber hat auch keinen Step drauf. Ah, das wollte ich sehen. Wir versuchen's. Gegenstoß. Vielleicht trifft es sich auch selber und dann ist auch okay. Natürlich nicht. Der Wangenrubbler. Das gefällt mir nicht. Gegenstoß! Gute Arbeit. Und die Klappe. Oh, fantastisch. Angriffinitiative. Keine Erhöhung. Toll. Oh, noch ein Pichu. Das sollte eigentlich machbar sein. Auch wenn wir paralysiert sind. Wir bleiben beim Gegenstoß, weil Pichu wird jetzt schneller agieren können. Wangenrubbler. Mein Gott, seid ihr dumm. Gegenstoß! Yeah. Okay, Bronzel. Ich glaube, du darfst jetzt mal ein bisschen Pause machen. Ist das in Ordnung für dich? Ich denke, ja. Fühlt sich so dumm.
Okay, Bronzel. Wobei Patrice ist vorne, es passt. Paraheiler. Und dann geht das in Ordnung. Gehen wir noch ein bisschen weiter hoch. Oh, so viele Trainer. Oh mein Gott. So viele Trainer. Ja, ich denke, ich möchte mit Patrice kämpfen, aber erstmal. Ei. Was wird da wohl schlüpfen? Das wird noch lange dauern. Das ist ja spaßig. Na gut, Leute, aber bevor wir uns hier weiter hochkämpfen, ohne vermutlich an die Spitze zu kommen, wie gesagt, weil ich glaube, wir brauchen die dumme VM. Ich habe den Namen gerade vergessen. Wie heißt die VM nochmal? Mir fällt es nicht mehr ein. Auf jeden Fall, um den Nebel wegzukriegen, ist scheißegal. Leute, für heute war es das mit Pokémon Diamant. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!